Leute, wenn ihr mal Abend, wie haben wir das genannt? Labern am Abend. Wenn ihr das öfter sehen wollt, dann schreibt es mal in die Kommentare und dann können wir das auf jeden Fall mal öfter bringen. Ja, also bei ihm, weil bei mir schreibt eh niemand rein, also da. Bei mir schreibt auch fast niemand. Weil die schreiben aber wenig mehr Leute als bei mir. So Leute, wir haben Helfix und ich uns kennengelernt. Das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte, weil wir kennen uns durch die Nuray. Mhm. Und das war halt damals so. Ich habe mit Nuray, ich kenne den ja schon ewig, war ja mit ihm auf der Grundschule auch. Und jo, ich habe halt. Ich kenne den seit sowieso. Ja, du kennst ihn länger als ich, hatte mal. und dann haben wir halt so mit ihm gespielt und haben wir noch auf Skype geredet. Und dann war da so eine kleine Missgeburt im Hintergrund. Der Typ, der schreit die ganze, also hat nicht wirklich rumgeschrien, aber so ein bisschen hat mich die ganze Zeit beleidigt, hat so voll genervt, hat die ganze Zeit Leo dazwischen geredet, ne? Und dann habe ich irgendwann mal, hatte der dann so einen eigenen PC, also beziehungsweise hat auch mit mir gespielt und so. Und dann haben wir irgendwann mal ohne Leo geredet und dann, wir haben uns wirklich so ein halbes Jahr gehasst oder, ja ungefähr, ne? Und dann habe ich mal ohne Leo mit ihm geredet und dann haben wir so gespielt. Und dann haben wir uns irgendwie befreundet und keine Ahnung. Dann das haben wir uns leiblich getroffen und statt. Das ist aber schon lange her, da haben wir uns schon lange gemocht. Ja. Das war echt krass. Das war aber cool, als wir uns getroffen haben. Jo. Ex einfach so jeden Energy einfach weg. Ja, ich hab da so voll viele Energies geext. Ah, halt voll viele. Boah, als wir mit dieser mit Kuh, als wir uns mit der getroffen haben, ne? Da habe ich ja auch so voll getrunken. Also Morty trinkt das Zeug einfach wie Wasser. Ja, Mann. Aber warte. Warte. Scheiße, der ist runtergefallen vorhin. Warte, ich muss Kaltakulette machen. Ach Morty, Mann. Das ist schlimm, schlimm. Ja, hallo, ich krieg Money. Okay, ich krieg natürlich richtig viel. So, warte, die Dose ist ein bisschen zerbeult. So Leute, hier. Monster. Beste. Jo. Hab Geld hochgeworfen. So, das war das Geld, was ich von Monster aufbekommen habe. Und dasselbe habe ich noch nicht von D-Log. Habe ich natürlich nicht von D-Log, natürlich, ja. So. Aber mir ist auch in letzter Zeit richtig schlimm geworden, ne? Ja, aber stimmt, ich habe ja letztens auf, von einem Let's Player habe ich so auf dem Kanal geguckt. Guck mir so ein Video an. Produktplatzierung. Eine Woche später gucke ich auf den Kanal. Dieses Video ist eine Produktplatzierung. Ich denke so, alles klar, Digga. Du hast doch vor einer Woche erst eigentlich gemacht. So schlimm, ne? Es ist ja nicht wirklich schlimm, aber ich meine so jede Woche, warum? Hilf mir! Vor allem noch, eigentlich wurde ja im Fernsehen alles bezahlt, damit du jetzt irgendwie so jetzt Sachen reinmachst und so. Also Product Placement halt im Film und so. Und mittlerweile eigentlich. Wir müssen weiter reden. Achso, ja. Wir sind so dumm. Ja, wir sind voll intelligent, ey. Aber Leute, zu unserer Verteidigung ist es um 4. Alter, ne? Haben wir nicht um 3 angefangen aufzunehmen? Nee, wir haben da erstmal rumgestritten, wann wir anfangen. Ich nehme 44 Minuten auf. Was sag ich doch? Wir haben erst rumgestritten, wann wir anfangen. Was wir auf unseren Kanälen vorhaben. Ich meine, ich habe das glaube ich schon mal gesagt im FAQ, aber YOLO. Was haben wir also vor? Also, ich habe auf jeden Fall vor, ein bisschen strukturierter zu werden. Wir fangen jetzt sogar an, Thumbnails zu machen, Leute. Mhm. Alter, was ist da los? Brauchen wir eine Jukebox, ja, ne? Ich habe vor, das noch von dir zu lernen, irgendwie. Ja, Jukebox ist ja cool. Irgendwie mit Photoshop zu arbeiten. Ja, und irgendwie öfters hochzuladen. Ja, öfters hochladen könntest du ja. Du bist einfach nur zu. Du hast natürlich keine Zeit. Nee, ich bin einfach zu faul, sagen wir so. Ich wollte dich noch in Schutz nehmen und sagen, nee, dass du keine drauf, Zeit Mann. Hast. Es ist aber halt leider so. Ich bin auch zu faul, aber ich mach's. Nee, bei dir liegt aber auch eher an der Leitung. Ja, aber ich bin. Was? Server restarting in 5 Minuten. Okay, in 5 Minuten ist dann die sind die ersten 3 Folgen vorbei. Ich will dann weitermachen. Aber wir haben keine Themen. Also, dann machen wir halt eine kurze Cutpause und überlegen uns ein paar Themen. Okay, das ist eine gute Idee.
Wir wollten eigentlich nur ein Thema zu dem, dass alle Mädchen mich hassen machen. Aber das hat, das ging viel zu schnell. Ja. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich auch nicht. Deswegen. Aber wir haben jetzt voll viele Themen angesprochen. Wir haben sonst nie. Wir labern nie ernst. Das stimmt sogar. Hm. Ne, doch, wenn ich noch der alleine bin. Deswegen bin ja, ich. Ja, aber auch nur nachts. Ja. Guck mal. Das ist eigentlich voll normal, was wir gerade machen. Ich rede nie mit ihm, wenn Leute um die dabei sind, weil er einfach geistbehindert wird. Vor allem mit Dragon Gym, also Simon bei uns ist. Das ist so cool. Das ist so cool mit Simon. Ich hab so viel Spaß. Ja, wenn der Vater mit dem PC, ne? Alter Maul. Oder Battle Packs, Alter. Das versteht ihr vielleicht jetzt nicht. Also, ja, Simon war halt, also Dragon Gym war halt hier auf dem TS. Meinte so, ja, Martin, machst du mit Battlefield? Ich so, ja, muss updaten. Hab dann schnell ein Update gemacht. Das war halt nicht groß dann. Ja, das war nicht groß dann. Hat nur eine halbe Stunde gedauert. War nur 500 MB. Und dann sage ich so, ja, ich bin gerade auf der Internetseite. Und dann, weiß nicht wieso, aber ich sag dann einfach, wirklich, ich öffne jetzt ein paar Battle Packs, Leute. Und naja, seitdem, naja, ist das ein Insider von Simon, beziehungsweise von uns allen, aber Simon macht das halt die ganze Zeit drüber lustig. Oder duschen ist auch so ein Insider. Ja, aber wie sind wir drauf gekommen? Nicht. Wie sind wir drauf gekommen? Ich weiß, wie wir drauf gekommen sind, aber ich sag das jetzt nicht in der Aufnahme. Warum? Ja, ich kann es gerne sagen, ne? Ja. Ich schneide es aber nicht raus. Ja, aber das hat doch nichts mit mir zu tun, mach doch. Okay, also. Der Martin, der macht immer gerne gewisse Sachen. Ja, ich bin wirklich immer normal duschen. Die meinen, dass ich immer feppen gehe, wenn ich nachts weg bin, also duschen gehe. Aber ich dusche wirklich, Leute. Glaub also, mir. Er sagt immer, er duscht, obwohl er es nicht tut. Natürlich dusche ich. Deswegen, ich rieche ihn immer bis hier hin, ne, obwohl er ja, Mann. Na, nee, ich wohne ganz nah an Leipzig dran, Leute. Mhm. Hä? Meine Hose ist kaputt, fuck you. Tja. Flicken. Meine Was? Flicken? Ja, Flicken verstanden. Ich glaub nicht, dass du das in der Hose machen solltest. Doch. In die Hose rein, in die Hose rein. Würdest du mitmachen, Spaß, die Runde? Eigentlich? Mal schauen. Aber du müsstest doch eher so ernst mit dir reden. Ja, aber ich meine, Spaß die Runde so tagsüber mit Nuray wäre doch lustig. Hat die ganze Zeit so. Aber du erinnerst dich noch an die Runde, wo Leo und ich halt die ganze Zeit so. Ja, Leo, du schaffst das. Sowas würden wir dann machen. Ich hasse, ich hab das so gehasst. Das war aber toll. Ich hab das wirklich gehasst, ne? Mit dieser Runde Counter-Strike bin ich übrigens auf die Idee gekommen, das war halt so, Leo und ich sind nicht die Besten in Counter-Strike, okay, ich bin besser als Richard, aber es war halt so, wir spielen halt so ganz normal, Richard war auch dabei, war halt natürlich scheiße wie immer, und nur manchmal, zum Beispiel heute und gestern, oh fuck, noch eine Minute, auf jeden Fall spielen wir dann so. Und dann hat Leo einmal irgendwie so geredet, so, ja, und ich dann so, habe ich die ganze Zeit angefangen so zu reden und dann hat Leo auch mitgemacht. Und dann haben wir wirklich die ganze Runde lang nur so behindert geredet und die ganze Zeit nur Scheiße gemacht. Aber wir waren besser als sonst. Leo war einfach besser als sonst. Das muss man ehrlich sagen, Leo hat besser gespielt, als wenn er nur Legit, also ohne Hex, ne? Okay, also wenn er halt ohne Hex spielt, wenn er ohne Behindert spielt. Leo hackt nicht, garantiert. Das ist, ich kann 100% sagen, der hackt nicht. Ja, das kann ich auch sagen. Warum ist hier ein Kreuz? Oh, hier ist eine Kiste. Nice! Oh geil, noch ein Big Backpack. Alter. Nein! Und das ist weg. Zum Beispiel Starting. So Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns in den nächsten 3 Folgen und ja, dann machen wir jetzt einen Cut und überlegen uns was. Lasst ein Abo bei mir da, guckt auf keinen Fall beim Hellfix vorbei. Und ja. Ciao. Okay, mal abonniert ihn, er hat nur 11 Abos. So, tschüss. Ciao.